Stefan Hollfelder, 32 Jahre, habe 170 Milchkühe und bin Landwirt aus Leidenschaft. Landwirt ist für mich der schönste Beruf, weil ich einfach mein eigener Chef bin, selbst walten und verwalten kann. Und wenn ich zur Haustiere rausgehe, auf der Arbeit bin, nicht lange Wegstrecken vornehmen muss. Und hat natürlich auch seinen Nachteil, dass ich immer auf der Arbeit bin. Aber für mich überwiegen da die Vorteile, dass ich eben nicht wie manche andere Berufskollegen den ganzen Tag weg von der Familie bin, sondern wir eigentlich als Familie den ganzen Tag beieinander sind und das miteinander schaffen. Die großen Herausforderungen sind eigentlich jährlich die guten Grundfutterkomponenten, die dann ein ganzes Jahr als Grundlage dienen, sicher und in bester Qualität ins Silo zu kriegen. Ich glaube, wir können mit der Digitalisierung diese Herausforderungen leichter meistern. Zum Beispiel nutzen wir auch jede Menge Apps. Aber es gibt Jahre, wo die Grundfutterbergung, gerade im Frühjahr, wenn es vielleicht ein verregnetes Frühjahr ist, was dann das Gras älter wird, dann hat es keine optimale Qualität für die Milchkühe mehr. Und das sind dann eben ja, große Herausforderungen, das dann mit einem Berater wirklich so zu gestalten, dass es gut funktioniert. Diesen Weg, den die Landwirtschaft jetzt die nächsten Jahre gehen wird, es geht mittlerweile so rasant, dass es ohne den Schritt in die Digitalisierung gar nicht mehr gehen wird. Für die Zukunft denke ich, dass die Digitalisierung auf jeden Fall voranschreiten wird. Es wird weitergehen, es wird mehr Technik eingesetzt werden. Was aber nicht zu vergessen ist, dass trotzdem wir als Faktor Mensch nicht zu ersetzen sind, weil sich trotzdem jemand auch um die Technik kümmern muss. Die Technik funktioniert nicht alleine. Und auch die Produktionsgrundlagen, das Tier und der Boden müssen überwacht werden und sich darum gekümmert werden.